Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video der Firma Autogesellschaft. Ich bin der Enrico oder der Enrico, könnte man auch sagen. In Fachkreisen auch als Enrico bekannt. Stimmt's, Julian? So ist es. Schön. Heute geht es um ein besonderes Fahrzeug, in einem Auto, was mich, glaube ich, also bin ich mir ziemlich sicher, das hatten wir einfach noch nie. Und das war auch, wie soll ich denn sagen, wir haben einen VW Phaeton. Ich nenne ihn auch mal liebevoll Phaeton, zum Verkauf angeboten, ein 4,2 Liter V8 Benzin. Mhm. GP4 war das, glaube ich. Dafür haben wir ein Auto in Zahlung genommen. Manche sagen, das ist kein Auto, weil es aus England kommt. Ich habe schon ein bisschen Spoiler schon mal ein bisschen. Ich sage dir ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich einer unserer, wahrscheinlich der teuerste. Also mit Sicherheit nicht das teuerste Auto, aber wahrscheinlich das kurioseste Auto, was wir hier jeweils auf blind aus der Ferne von der Ostsee unseren Phaeton dahin geschafft haben und die Katze hierher geholt haben. Und was das für eine Miau ist, zeigen wir euch jetzt. Aber ihr könnt euch jetzt eine Sache schon mal merken. Wie sagt man immer so schön? Hüte euch vor Sturm und Wind. Stürmt nämlich heute. Und Autos, die aus? England sind. Jawohl. Hm? Wir wollten ja eigentlich auf Achse damit fahren. Wir wollten ursprünglich, genau. Pass auf, die Idee war, Jörn hatte die glorreiche Idee, das fahre ich auf Achse, das hole ich selber ab. Dann machst du noch cool an der Ostsee ein bisschen rumpimmeln und dann fahre ich heim damit. Hm? Okay, gut. Kann man bestimmt machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Sache jetzt mal vorab. Ne? Das ist ein wirklich sehr kurioses, wildes Auto, oder? Soll ich ihn zeigen? Komm, schreib, blende, ach, zeig's jetzt einfach, los! Kunde, das ist es einfach, oder? Was ist das für ein Auto? Das ist so krass, Kunde. Was ist das? Das ist so wild, ja, die ganzen, geil. Also, die ganzen Details, guck mal, die ganzen Lämpchen, Chromzierrad, hier, weiß nicht, ob das ein Standlicht ist, also hier nochmal irgendeine, weiß nicht, eine, wie soll ich mal sagen, eine Dingsbumsleuchte, eine Positionsleuchte, so mäßig, oder? Positionsleuchte, beziehungsweise, dass du siehst, dass das Licht geht oder was, ich habe keine Ahnung. Die runden Lampen, die, weiß nicht, dahinter ist das, die Hupe so dahinter, oder was ist denn das hier eigentlich? Ist das, ich meine, ist das eine Optik oder ist da was? Weiß ich gar nicht. Also ich gucke mir das Auto heute auch zum ersten Mal an. Übrigens, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Das ist ein, mussten wir uns auch erstmal belesen. Nee, Quatsch. Ein Jaguar MK2 ist das. Ein 240er. Das 240 steht quasi für den Motor, für die Motorisierungsgröße des Hubraums. Sind also 2,4 Liter oder eigentlich 2,5, wenn man es aufrundet. Und die Kisten gibt es noch mit größeren Motoren, mit 3,4, 3,8, da gibt es dann noch ein Schwestermodell, glaube ich, dazu noch als V8. In dem besonderen Fall ist das wirklich ein originales englisches Auto. Mhm. Als Rechtsdenker, dazu gibt es sogar eine Geburtsurkunde dazu. Die hat man sich 2006 mal ausstellen lassen von Jaguar. Das ist Midnight Blue, ist die Farbe, glaube ich. Hat man mal durchgelesen von uns. Ne? Ist ein 68er Zulassung, ist ein Automatikgetriebe, 2,4 Liter oder 2,5 Liter, rein Sechszylinder. Mit Automatik, Dreigang Borg-Warner. Ich glaube, das Getriebe gab es gefühlt überall, Wandlerautomatik. Das Auto wurde vor einiger Zeit, oder nee, nicht, stimmt gar nicht, nie vor einiger Zeit, der wurde neu lackiert erst vom Vorbesitzer. Ja, der Vorbesitzer hat das Ding gekauft, ist ein Kunde von uns, ich glaube, der hat schon mal ein Auto gekauft und jetzt den uns gegeben, noch ein Auto gekauft. Er hat den komplett zerlegen lassen und neu lackieren lassen und ist dann ein bisschen damit rumgefahren und hat da wahrscheinlich jetzt nicht ganz so den Namen dran gefressen. Ich sag dir ganz ehrlich, so ein Engländer, ne? Das ist ein Auto für einen Rechtslenker. Also dann auch noch aus dem Baujahr. Weil das Ding sieht ja aus wie von 1930, oder? Ja, also das nimmst du mal übel. Also gefühlt. Also, man könnte denken, wenn man das Auto sieht, das hat Jürgen gesagt, das ist noch aus Holz gebaut komplett. Oder? Ja, weil es halt noch diese Urform hat mit. Und du musst den vorne ankurbeln. Alles rund und. Ja, ich muss ja erst mal gucken, dass wir überhaupt reinkommen in das Gerät. Was man als erstes sagen muss, wer kennt sich ein bisschen aus, die haben zwar das Auto neu lackiert im Originalfarbton, ne? Das glitzert auch schön, der ist jetzt dreckig, wir müssen den jetzt mal waschen, der steht schon das ganze Osterwochenende jetzt hier, aber chrommäßig, ne? Da könnte man schon nochmal beigehen. Ich weiß nicht, ob jemand eine gute Idee hat, wie man das nochmal in den Griff bekommen kann. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ist das einer der wildesten Tauschangelegenheiten, aber intern sieht er ganz gut aus, ne? So vom Leder her, nur dass der Fahrer und der Beifahrersitz nicht zusammenpassen farblich. Nee. Stimmt, der ist einfach schwarz hier drüben. Der ist einfach schwarz, der andere ist blau. Der hat nicht diese schöne Sitzbank noch. Hä, hey, warte mal, aber hier stimmt doch was nicht. Guck mal, hier ist der auch so dunkel. Oh ja. Und hier wird er blau. Oder ist er verfärbt irgendwie? Ist der ausgeblichen oder was? Hatte man die mal lackiert vielleicht? Boah. In dunkel? Waren die ursprünglich blau? Ich weiß es nicht. Okay. Diese KMH-Aufkleber, aber auch technisch. Ja, naja, ist aber zulässig so. Okay. Ansonsten hier innen drin, das Holz sieht okay aus.
Ich meine, das Auto ist Baujahr 68, jetzt muss ich mal rechnen. Das ist dann jetzt also 50, 56 Jahre alt, oder? Wer ist er? Will ich gar nicht wissen. Okay. Das ist irgendein Regenablauf, kann das sein? Also mal so ein paar Sachen müssen noch gemacht werden. Lisa hat gesagt, wir sollen das Auto nicht schlecht machen. So, gut, ich muss mal gucken, wie geht denn das jetzt ja eigentlich? Ganz ehrlich, jetzt. Ist das die Verstellung hier von dem Sitz oder ist das die Handbremse? Das ist die Handbremse. Oh, Alter. Das ist die Handbremse. Ja. Schön ist, dass sie offensichtlich komplett auseinander hatten und bis rein lackiert. So, jetzt wollen wir uns erstmal den Kollegen Maschinist angucken, oder? Jo. Ah. Aha, mein Lieber. Die Katze ist schon geil. Guck dir das bitte an, hä? Wie er da wohnt, ne? Ja, wie er es loshüpfen will, der Kollege, ne? Das ist jetzt hier nur Staub, ne? Also nicht wundern. Mhm. Hey, hier Klorolle. Super. Das Luftfilter offensichtlich. Das ist ja mal zu wild, ne? Aber gut, ganz ehrlich, man sagt ja immer, englische Autos sind eine Katastrophe. Optisch, jetzt auf den ersten Blick, sieht das eigentlich überschaubar aus. Simpel und einfach gebaut. Guck mal hier. Ja, geil. Guck mal, was ist das? Ist das ein Filter für die Spritanlage oder was? Ja, oder? Würde ich sagen. So schlecht sieht das nie aus. Das ist gut. Hä? Ja, den hat man totgelegt, den Kollegen. Ist irgendein Rücklauf, ein Überlauf gewesen. Da hat man sich gedacht, brauchen wir nicht mehr. Genauso wie mit dem hier, oder was? Ja. Oder fehlt der da oben? Wischermotor wahrscheinlich. Nee, das ist Spule hier, Zündspulengeschichte irgendwas, ne? Matthias. Geht da die Zündung hin? Diese Messstäbe überall. Hier ist einer, da drüben ist einer. Ja, es ist schon, die Vergaseranlage hier oben drauf. Gut, daran rumspielen wollte ich jetzt nie. Boah, ich hoffe, das ist gut eingestellt. Tja, zwei Stück hat er da, einmal für die vordere Reihe und für die hintere. Ansonsten, gut, wenn man sich damit ein bisschen bespielt hat, das scheint hier die Zündspule zu sein, so wie das aussieht. Was ist denn das hier? Ist das Wischwasser hier? Das ist Wischwasser einfach nur. Der Lukas, ja. Dann haben wir hier offensichtlich den Sicherungskasten. Da drüben ist Lüftung. Was ist das hier? Irgendwie ein neues Lüftungsverstelleinheitsgeschichte irgendwas, ja. Offensichtlich. Abgaskrümmer hier drüben, ist klar. Ich möchte mal wissen, wie das Ding klingt. Klingt bestimmt total cool. Offensichtlich sind alle Zündkabel neu, die Kerzen sehen alle frisch aus. Also man hatte hier, glaube ich, mal eine große Inspektion jetzt gemacht. Ne? Hattest du überhaupt eine Servo? Ich sehe keine Servo-Behälter. Hast du ihn gesehen? Oh, nee. Nee, ne? Wahrscheinlich dann nicht, ne? Was ist das hier? Das geht auch irgendwo hin, hier hinter. Wo geht es dann weiter? Aha, Brems-BFK. Bremsbrühe, oder? Ah, okay. Das ist der Ausgleichsbehälter wahrscheinlich für die Bremsbrühe. Okay, krass. Aber eine Servo habe ich keine gesehen. Du, Julian? Nee. Nee? Scheiß drauf, Junge. Dann hat er wohl keine. Wir fahren heute hier wie Männer. Fahrgestellnummer ist auch etwas kürzer. Ja, die hat original 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahlen und 2 Buchstaben. Reicht ja. Was willst du mehr, mein Lieber? Aber ansonsten sieht das erstmal nicht schlecht aus. Julian, was sagst denn du? Der macht einen Fitten. Ob das Ding angeht? Ich finde die Tabelle hier hinten auch gut. Kannst du mal nachlesen. Die Tabelle, ja. Ja. Steht was Schönes drauf? Ja, da steht, keine Ahnung, Jaguar Cars, LTD, England, bla blub. Ich bin gespannt. Wie gesagt, also er hat das in Deutschland lackieren lassen, erst vor einiger Zeit. Da hat man hier auch offensichtlich neue Gummis eingezogen. Aber ich glaube, er war nicht so überzeugt, wie es fährt. Ne? Das war doch dann sein Grund, oder? Ja, vom Fahren her fährt das halt wie ein altes englisches Auto, was über 50 Jahre alt ist. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken, ob es hier irgendwo einen Joke gibt oder irgendwas. No joke. No joke? Alter, wie soll ich denn hier reinkommen? Wie haben die denn das gedacht? Boah, das ist schon geil. Guck mal, das ist schon echt witzig. Ach, mit Tippschaltern und so, das ist natürlich cool. Richtig cool. Gut, das Holz ist natürlich alles über 50 Jahre alt, unrestauriert. Ne? Man könnte also sagen, das Auto hat Patina. Mhm. Was ist denn das hier eigentlich für ein Kabel? Hier guckt noch irgendwie was raus. Das sieht aus wie so ein Ablauf von irgendwas. Ach, sehr gut, wenn er rausguckt. Da steht hier so ein, bestimmt so ein Verbindungsstück hier oben. Aha, das ist nicht so richtig zusammengebaut hier, mein Lieber. Da muss noch mal einer beigehen. Hier im Innenraum. Also das möchten wir noch mal machen hier. An der B-Säulenverkleidung. Ja. Aber geil ist halt auch sowas hier, ne? Diese Ausstellfenster, so, ja. Ne? Geil, ja. Gut, die Dichtung hat es auch hinter sich, ne? Also, ein bisschen Bastelei ist schon noch dabei. So, wie komme ich jetzt hier überhaupt rein? Wie macht man das jetzt? Ja, das wird schwierig. Und du wolltest nochmal wie weit damit fahren? Brake, Handbrake, Start. Aha, okay. Ganz ehrlich, ich habe mich mit dem Auto null beschäftigt, ne? Null. So, hier drüben scheint Zündung zu sein. Ach, da drüben? Da ja. Am Ende? Ich stehe auf der Bremse. Ja. Es fängt schon irgendwas zu rotieren an hier hinten. In der Mitte ist Starterknopf, oder? Ja, ja. So, warte mal, ist das jetzt auf Zündung? Ne, in der Mitte ist Zigarette. Ne, daneben ist der Knopf, das ist Starter, oder? Ja. In Ignition leuchtet jetzt. Ignition ist gut. Hm, aber ich weiß nicht, muss es doch bestimmt mal irgendeinen Schok geben oder irgendwas, hä? Oder wenigstens. Oder wer ist er? Das ist. Hier ist auch Start. Ja, gibt zwei Start. Cooled. Ja. Run. Ist das der Choke? Ah, das könnte der Choke sein, hä? Ja, ich denke hoch runter. Wir gehen mal auf Cooled und versuchen es mal. Okay. Warte mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob der hier.
Sprit vorgepumpt braucht, der Kollege. Alter! Jawohl! Oh, bleib mal an, Kollege. Oh. Geil! Servo hat er natürlich keinen, wa? Ich freu mich. Also, Jürgen? Jo? Das ist so meine Übel, aber damit, mit der Sitzposition, 500 Kilometer fahren auf der Autobahn, geht schon, aber... Muss nicht. Muss nie sein. Richtig urig. Warte mal, wie kommst du hier drüben rein? So kommst du hier drüben rein. Dann mach mal die Haube zu, oder? Dann mach mal zu und steig mal ein. Ab. Hast du Geld? Also was zum Tanken? Tankkarte habe ich, ja. Na dann los. Ja, das ist schon ein bisschen wild, das Ding, ne? So, warte mal. Ey, es ist so ungewohnt, nach rechts zu filmen einfach. So, ich bin ja mal gespannt, ob ich mit dem Fahren jetzt überhaupt klarkomme. Übrigens ist das erste Mal für mich, dass ich einen Rechtslenker fahre. Dann auch noch so eine Kiste. Ohne Gurt, ohne Servo. Ohne Sprit, so. Und ohne Sprit wahrscheinlich. Ich bin jetzt mal auf Hot gegangen. Hier ist auch noch so ein Kollege, ne? Sieht auch wild aus hier unten. Das ist irgendwas Lüftung, hä? Oh Gott. Ja, da kommt irgendwie, weiß ich nicht, was du da anschließt. Das Radio ist auch schon mal geil. Ja, das sieht cool aus. Das sieht alles cool aus. Ich meine, das Holz ist okay. Ich finde es auch. Kann man eigentlich so lassen. Eigentlich okay. Oh, hier oben, mit so filzmäßig. Filzbezogen. Krass. Ne? Guck mal, das sieht aus hier. Verrückt, oder? Ohne Kopfschützen übrigens. Ohne Kopfschützen, ohne Gurt, ohne alles, Junge. Es ist bodenlos, wenn du mit dem Ding einen Unfall hast. Ja, dann. Das musst du wirklich, also da, sage ich ganz ehrlich, so. Fahren wir jetzt rückwärts, Kunde? Ja, das fühlt sich gerade so an. Ich bin gleich bei Lisa. Wir nehmen mal D1, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung, welchen Gang ich nehmen muss. L wird long sein. Oh. Na gut, da werde ich auch mal D1 versuchen, oder? Macht da aber nichts. Wir sind jetzt irgendwie in L. Ich bin deswegen nicht gefahren, weil er nicht fuhr. Das werden wir gleich rausfinden. Weil gefahren ist mit dem Ding ja noch niemand. Nee. Komm, wir fahren jetzt einfach mal auf L, das wird wahrscheinlich... Gut. Okay, gut. Das war wahrscheinlich mit dem Schok noch nichts, mein Lieber. Jetzt hat er Bock. Jetzt hat er Bock. Alter, scheiße, Mann. Kannst du mal gucken, Juri? Ja, hier muss er rangieren erstmal, ne? Alter! Oh Gott, Randstein. Alter, das ist so ungewohnt, hier auf der Seite zu sitzen und dann der Fußraum, die ganze Anordnung der Pedalerie hier unten. Ist schon Gas. Und wie das Ding bremst, das bremst du eigentlich gar nicht. Also, das ist zu geil. Scheiße. Fetzt. Wieso kaufen wir immer sowas? Weil wir dumm sind, Junge, weil es geil ist. Ach Gott. Und du wolltest damit über die Autobahn pacen. Ja. Pass auf, dieses Auto soll angeblich über 160 Sachen schnell sein. Die Top-Varianten 200 km/h. So ein Auto. Ringsrum Scheibenbremsen zwar drin, aber kein Bremskraftverstärker, nothing. Kein Gurt, keine Kopfstütze, keine Knautschzone, kein nichts. Das ist so krass, ne? Das war einfach so, ne? Das war einfach so. Das fühlt sich einfach wild an. Selber schalten kann das sein. Ah, ne, jetzt hat er geschalten. Ja. Wie der Senkrad steht, oh, ist das normal? Das muss so. Dass mich die Katze bis schief anguckt, war schon auf dem Trailer auf jeden Fall der richtige Weg. Taro sagt gar nichts. Das ist ja nur Drehzahl. Ja. Taro ist gar nicht zu Hause. Da müssen wir auch mit dem Kollegen Verkäufer noch mal quatschen, weil so ein paar Kleinigkeiten hätte er ja mal erwähnen können, ne? Oder? Ja. Sonst Innenraumzustand ist für über 50 Jahre und unsaniert. Okay, was ist denn das hier? Mal ein Koffer stehen. Was ist denn da drin? Ist das Kokain? Achso. Was ist das hier? Eine Schusswaffe drin? Das wäre jetzt auch schön. Vom MI6 oder wie? Oh nee. Oh. Ja, ich hätte es mir denken können, Kunde, zöllisches Werkzeug. Okay, komm, leg's auf die Rückbank, das können wir gleich brauchen. Gut, Julian. Wenn das auf der Rückbank liegt, ist das ein gutes Zeichen eigentlich? Ich denke, ja. Und dann lässt Link auch daneben. Ja. Losfahren tut das Ding jetzt aber gerade gar nicht. Jetzt. Ich glaube, wir sind im falschen Gang. Wir fahren jetzt aber erstmal Verdacht an die Tanke ran. Ja. Und gucken mal. Vor allem, ich mache einen Schulterblick. Das ist so geil, Kunde. Das Fahrzeug ist hier. Ja. Die scheint ja nie zu gehen. Ja, oder ist leer? Öl geht, Wasser geht. Was ist das überhaupt? Öldruck oder Öltemperatur? Temperatur, oder? Ampere ist Strom. Dann Lüftung, Ignition ist klar, Zigarette, Starter, Map, Navi? Map ist gut. Navi? Also Navi am Mann. Weiß auch immer, das ist. Aber das ist geil. Map geht. Wipper? Oh. Aha. Wipper wippt. Oh, da hättest du auf jeden Fall in den Regen kommen dürfen, Julian, weil das ist. Wenn das passiert wäre. Die stärkste Stufe, mein Lieber. Hat nur eine, oder? Hä? Oder hat er zwei? Zwei. Oh. War schon. Funktioniert ohne. Ja. Ich sag mal, so TÜV ohne Mängel? Weiß ich nicht. Schwierig. Schwierig.
Ich habe mir vorhin gerade den TÜV-Bericht angeguckt, der hat im September letzten Jahres TÜV ohne Mängel bekommen, vor einem halben Jahr. Mhm. Naja. Weiß ich nicht, soll mein Lieber. Soll ich mal einen Tank suchen gehen? Hä? Soll ich mal einen Tank suchen gehen? Ja, ich... Obwohl, ja, da hat was gespritzt, oder? Kann das sein, dass man das irgendwo vorpumpen muss? Ach hier, ja klar. Ah! Junge! Wie das geht. Jawohl! Die andere Düse guckt auch ganz woanders hin. Cool, ne? Vor allem, was willst du damit? Was ja, geht? Das ist ein Unwitz. Also, okay. Also das ist eher was für eine Oldtimer-Ausfahrt, das Ding, ne? Eine Oldtimer-Rallye sehe ich da auf jeden Fall. Ja. Aber auch keine lange. Das ist ja... Psst, Ruhe! Reg dich nicht auf, meinen Freund. Ich mache ja schon. Die Katze heult auf. Ja, die Katze miaut. Bist du jetzt schon warm oder was? Wir hatten ja hier Temperaturanzeige. Wasser war hier. Hat er nicht irgendwie. Naja, doch hier. Ist ihm schon warm? Ich meine, so kalt ist es heute nicht. Ja, es geht. Finde auch nicht. Das finde ich auch sehr gut gelöst. Aber das ist typisch, ne? Johann, hey, wollen wir versuchen zu tanken? Let's go. Alter, das sind wieder das habe ich mich hier wieder eingelassen, ey. Ach, hier ist wenn der Tank. Wenn Tank findet, darf ihn behalten. Hier. Oh, natürlich. Das lass. Wir, wo auch sonst. Ich mache mal das Licht aus, bevor die Karre nicht mehr anspringt. Was schauen wir jetzt hier rein? E10. Super, wird irgendwo reichen. MK2, mein Lieber. Nee, nicht der Ford Fiesta, sondern der Jaguar. Keine Ahnung, was haben wir jetzt hier mal rein für eine kleine Proberunde? Mal gucken, wie das Getriebe, ob das sich dann ein bisschen vom Schalten her verbessert. Hast du Geld mit? Ja, Karte habe ich. Hä? Karte. Karte. Ja, einen Kaffee holen. Ich brauche einen Kaffee. Wir fahren zu McDonald's. Jo. Ja. Und Ralf. Geil. Ah, dann muss ich bestellen. Sag mal, das Thema auch bei den Dingern ist ja primär Rost. Der generelle Zustand ist, glaube ich, für das, was es am Ende kostet. Sag mal, das ist doch nicht. Wie geht das, ne? Das ist schon ein bisschen, da muss man ein bisschen üben. Der Sitz geht jetzt auch nicht viel weiter nach hinten vor allem, ne? Geht er nicht? Kann man den überhaupt verstehen? Ich weiß überhaupt nicht, wo der von der Heinrich hier ist, was. Doch, geht. Ah, ja, okay. Aber das geht nicht. Oh. Also mehr geht nicht. Das ist einfach Schluss hier. Er rastet hier wieder ein. So, habe ich jetzt Ignition? Leuchtet, ja. Oh, Licht. Vielleicht ist ein Licht, ja. Das ist vielleicht Map. Dann kannst du Karte lesen. Ja, wahrscheinlich, ne? Geht bloß nicht. So, Wipper. Whippet. Hat man ja gerade. Was das hier drüben ist, Fan ist Lüftung. Ja. Aber, Unifans, genau. Lass mal, let's start again. Aber geil, wie der anwirft, oder? Das ist schon wild, ja. Komm, da kannst du nichts sagen. Ich habe jetzt den Choke draußen. Dann gehen wir uns mal in D1 oder was? Ja. Oh. Gut, gehen wir nicht. Ich glaube, auch das hier ist halt ein bisschen... Das macht, ja. Der Wählhebel für die... Fürs Allemal. Der schmeißt den Gang rein, ne? Ja, ist normal. Mit Anlauf. Das ist normal. Damit ihr wisst, dass der Gang drin ist, mein ist Lieber. Ist das wirklich sehr so? Also ja. Ich verstehe nicht, fährt er nur auf L-Eimer und dann kann ich noch die einzelnen Gänge runterschalten? Ja, der müsste trotzdem ja den Gang einlegen, oder? In D1. Ja, gut, mal Drive, D steht ja für Drive. Ja. Erster Gang, zweiter Gang. Und L ist wahrscheinlich dann die Fahrstufen. Also alle drei. Ja, wir müssen ja in D1 trotzdem den ersten Gang einlegen, oder? In der Theorie. Ja, hat er ja drin. Ach so. So richtig Bock hat er da, glaube ich, jetzt noch nie. Dann schmeckt das noch nicht so richtig hier. So, mein Lieber, wir machen jetzt keinen Kavalierstart hier. Das wird nichts mit der Karre. Nee, lieber nicht. Zeig die Tankanzeige was an, ne? Ich habe jetzt 20, was haben wir jetzt getankt? 30 Euro. Also keine 20 Liter offensichtlich. Nee. Aber das ist anscheinend anzeigenmäßig nicht viel los, ne? Nee. Es sind einige Sachen, die nicht funktionieren im Auto. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er gesagt hat, kein Bock mehr, hier noch ewig Geld reinzustecken. Übrigens, der rechte Außenspiegel ist hier nichts. Der ist ja, ach, der ist das krasse, das muss man mal überlegen. Kurzspiegel, Spiegel einstellen. Hallo, Mann, ganz kurz. Das ist natürlich optisch mega, mega cool. Aber wenn du hier Spiegel einstellen willst, brauchst du eigentlich einen Adjutanten. Der dir dann quasi der feine englische Lord. Soll ich rausgehen? Der hat wahrscheinlich einen, genau. Jürgen, gehst du mal schnell. Der hat wahrscheinlich einen 3,8 Liter gehabt. Ja. Und hatte dann wahrscheinlich so einen kleinen Pimmel, der ihn dort das Ding eingestellt hat und gesagt hat, links, rechts, vorne, runter. Man hat das Problem, dass man immer zu weit links fährt. Finde ich. Ja. Man muss immer ein bisschen. Das ist scheiß so, Gewohnheitssache. Man schaltet den der Kollege mal. Ich habe gar keine Ahnung, wie schnell ich fahre. Schalte jetzt. Jetzt. Jetzt hat es. Ja, die Schaltvorgänge wären besser, merkst du es? Ja, der war jetzt ganz okay. Ja. Aber so fährt er nicht schlecht. Kannst jetzt nichts sagen. Bis auf, dass das Lenkrad irgendwie Richtung Himmel zeigt, wenn es gerade ausfährt, das Ding. Ja. Ja, also die Katze gefühlt den Kopf verdreht. Aber das hier, das haben die Engländer sich gedacht, das muss genau so sein. Das geht. Du sitzt genau so drin. Hast du deine Zigarre im Mundwinkel? Hier deine Pfeife? Geil.
oder? Es ist schon irgendwie lustig, ne? Ja, es hat seinen Charme. Es hat schon was, ja. Also, aber ganz ehrlich, damit auf der Autobahn fahren, ja. Das ist, glaube ich, die dümmste Idee, die man haben kann. Ja, die werden wir jetzt gleich mal probieren. Du fährst auch nicht schnell, glaube ich, damit. Wenn du da 100 fährst, guck mal alleine das an. Ich lenke. Ja, eben. Pass auf, ich sag mal, bis das Auto was macht, ne? Also bis der auf meinen Lenkbefehl reagiert, ne? 1, 2, 3. Also gefühlte 3 cm drehst du am Lenkrad hin und her und das Auto macht quasi nichts. Ja. Hier. Das ist schon krass. Kann Uni sein, sag ich ganz ehrlich. Also irgendein Spurstangenkopf da ist geschlagen oder ja, irgendwas in der Lenkung vielleicht in sich. Das, also so viel Spiel. Wir haben einen England-Experten bei uns in der Firma. Du gibst mal Stoff, Baby. Schaltet er runter? Nee. Er beschleunigt, aber schaltet runter, tut er nicht. Ich finde es irgendwie geil, rechts fahren. Ohne. Wie ich das Ding anmelde, ist direkt. Wie ich das morgen anmelde? Wenn das mal nur Daily wird für den Sommer. Ui, oh Gott. Da brauchst du ein bisschen Kraft zum Lenken. Das riesige Lenkrad, Alter, das Ding anzuhalten. Boah, ey. Also wirklich, da musst du wirklich richtig reinsteigen. Aber so richtig wie ein Mann. Ja, sonst hält die Bude nie an. Ein Bremskraftverstärker in dem Sinne gibt's. Das wär's noch. Gibt's, du ganz ehrlich, weißt du, was das Schöne an den Dingern ist? Das ist ja Massenware hier, ne? Ja, ja. Es gibt zwar nicht mehr so viele von den Autos am Markt, aber es gab viele. Aber es gibt eine relativ gute und sogar meiner Meinung nach recht preiswerte Ersatzteilversorgung. Mhm. Was ist das hier eigentlich? Das Ascher, Alter. Ach, die abgebrochene Schlüssel hier? Nee. Abgebrochene Schlüssel. Und dann ist ja hier offensichtlich irgendwie Lüftung. Cooled. Cooled und hot. Cooled und hot. Das ist übrigens geil. Car und Screen. Gefällt mir. Screenscheibe? Ins Auto und Screenscheibe, oder? Ach so. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Geht aber auch nicht. So richtig. Also. Hm. Ne, hält nie. Das müssen wir aber eben mal gucken, Fan. Hörst du die Lüftung? Nee, aber hier kam gerade was geflogen. Da kam was geflogen. Ja, auch noch. Ist hier was? Nee. Leuchtung bestimmt. Ja, diesen Lämpchen eigentlich. Okay. So eine Autos, das ist ja das, was die Welt nie braucht. Die gab es früher in der Holland-Auktion. Ja. Gab es die Buden für gefühlte 3,80 Mark. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall seinen Charme. Es fetzt. Die stehen ja auch jetzt überall, ne? Holland, Schweden, überall. Nur stehen, also die wenigsten, gefühlt stehen eine Handvoll in Deutschland. Ja. Und ein Großteil steht in Holland, Schweden, Belgien, Frankreich und wissen die wo noch, Italien. Krass eigentlich, das haben denn die Holländer und Belgier und so mit diesen alten wilden Buden. Die fühlen das irgendwie, ne? Holländer und Belgier auf jeden Fall. Ja, alleine durch die Häfen alleine kommt halt viel alter Scheiße rein. Ja, ja. Darfst du nicht vergessen. Ne? Ja gut, klar. Rotterdam und Seebrücke und wie es nicht alles heißt. Ne? Mhm. So, jetzt geht's. Kaffee geschwabbert, Baby. Junge. Ja. Ja. Mal gucken, Julian. Ne? Schnell Straße, wir kommen. Ey, willst du ein Rennen? Junge. Kannst du haben, kriegst du gleich. Warte, muss nur noch kurz beschleunigen. Alter, das ist natürlich schon schwul. Ja, ja. Macht gar keine Windgeräusche, wenn es nicht hoch. Ich habe keine Ahnung, wie schnell wir fahren. Wir drehen bei 2.500 Touren. Wir sind im dritten, oder? Ich nehme es mal an. Oder geht noch einer? Wenn es einen LKW überholt, kann man nicht ganz so schnell sein. Na, wir halten Schritt. Wir halten Schritt. Juri, wuhu. Wir fahren mal wieder runter. Ja, pass euch. Also, wie kann man das vergleichen? Keine Ahnung. Wer sowas noch nie gefahren ist, das ist wirklich schwer zu umschreiben. Aber das ist halt. Das ist wie eine G-Klasse. So ein G55. Das ist irgendwie scheiße. Wo du sagst, Junge, das ist doch kein Autofahren. Das ist doch. Das ist gefühlt die erste Evolution nach der Kutsche. Ja, das ja? Stimmt, ja. Aber es macht utopisch viel Spaß damit zu fahren. Also wirklich, Julian, macht du wirklich Spaß. Halt hier auf dem Sofa? Du sitzt auf dem Sofa, ist alles durchgepupst. Ja. Wenn die Tür offen wäre, würde ich bei einer Linkskurve rausfallen. Ja. Weil kein Gurt, kein Seitenhalt, kein nichts. Das Ding schwimmt. Also verhältnismäßig, es geht so. Wenn man eh mal so ein bisschen raus dahinter gestiegen ist, wie es funktioniert. Ich denke, wenn dieses Spiel im Lenkrad nicht wäre, dann wärst du sogar relativ. Wenn das Lenkrad gerade stehen würde und das Spiel etwas weniger wegkriegen, wirst du das nicht. Vergiss ja. Es, das kriegst du nicht weg. Ich denke, wahrscheinlich unter den England-Jungs ist das wahrscheinlich sogar noch normal. Da schreiben wahrscheinlich dann manche in die Kommentare, das ist super, das muss so sein.
Ich will da bloß nochmal hinten in den Kofferraum reingucken und mir das Auto im Gesamt nochmal angucken. Wir machen wohl folgendes, der Stefan, wäscht uns den immer bitte über, ja, dass wir uns den mal richtig angucken können. Okay. Oder? Dann sehen wir uns quasi da. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis okay. gleich. So. Wir sind zurück. Back on track, baby. Auto immer übergewaschen. Kurioserweise, interessanterweise. Wir haben ja den Deal gemacht, ungesehen sozusagen. Mhm. Und der Phaeton hat mir irgendwo einen Kratzer. Ich muss mit dem Kunden dann nochmal reden. Da hat die Lisa dann gesagt, dann schick uns mal bitte ein Bild, was für ein Kratzer das ist. Dann können wir das vielleicht noch irgendwie regulieren. Ne? Und der war nicht so schön aufbereitet. Müssen wir dann noch mal schauen. Aber am Ende des Tages, es fängt gerade natürlich an, das Wetter sich von sonstigen Kapriolen zu zeigen. Also der Lack, ich weiß nicht, wann die den lackiert haben. Aber, siehst du das hier? Es sind überall irgendwelche Hologramme drin. Ja. Oder irgendwelche, weiß ich nicht, was das für Zeug ist. Das könnte Hologramme sein. Ansonsten ist das Lackbild erstmal nicht schlecht, was man jetzt noch so sehen kann. Ne? Gibt es noch einen Schlüssel? Ich würde mal in den Kofferraum schauen. Der geht nicht. Oh, sehr gut. Dann ist der hier für die Karosse. Das ist meistens bei alten Autos hast du eigentlich einen Schlüssel für die Karosse und einen für die Zündung. Also bei den Amis ist das immer so. Im Oder Regelfall. Fünf für die Karosse und drei für die Zündung. Genau. Das geht auch alternativ. aber hier will ich jetzt, ich will jetzt hier auch nicht drin rumwirschen. Der lässt sich jetzt hier so ad hoc nicht öffnen. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. War es jetzt ein guter oder schlechter Tausch? Das kannst du jetzt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn du magst. Der hat noch ein Fangband. Die Fahrerseite hat übrigens kein Fangband mehr. Ja, hier, ist noch da. Ja. Man hört es auch deutlich klacken. Ich finde den Zustand jetzt für so ein über 50 Jahre altes Auto nicht verkehrt. Die Lackierung ist, glaube ich, ganz okay. Mhm. Wer gewicht ist mit der Poliermaschine, mit dem richtigen Pad und den richtigen Mitteln, kriegt man hier auch noch mal einiges geschliffen. Die Tür will nicht richtig schließen, hast du recht. Die rennt auch an, ne? Ja, die muss man einstellen oder so. Ja, die hängt. Den Chrom müsste man vielleicht noch mal aufarbeiten. Ich weiß nicht, ob es da Möglichkeiten gibt. Die Stoßstangen sind okay. Ich denke mal, wenn man die noch einmal ordentlich poliert, dann kriegt man die auch noch mal eine ganze Ecke schöner hin. Also es gibt ja so Freaks, ich nenne sie jetzt mal Freaks, die mit so, ich weiß nicht, wie das Zeug hieß, Neverdual oder sowas, sich da quasi in abpolieren. Okay. Also wirklich, da gibt es Leute, die gehen da komplett steil. Also Chrom wieder aufarbeiten sozusagen. Ja, die können da, sitzen da stundenlang dran hier und machen den hier. Okay, krass. Also ich würde es mit irgendeiner Maschine vielleicht machen, aber die Dichtung ist übrigens nie neu gekommen. Ach übrigens, der Spiegel ist noch abgefallen, ne? Der Spiegel ist dann aber auch einfach, hat er sich verabschiedet. Der flog dann einfach random runter. Aber sonst die Farbe persönlich, ich finde das Blaue ja richtig geil. Mhm. Ich finde das auch krass, also wenn das Originalfarbton ist, finde ich das krass, dass die damals so Perl, ist ja schon gefühlt Perleffekt. Gab es in den Jahrgängen schon so einen Metallic-Anteil, also so einen Metallic-Lack? Das ist eine gute Frage. Hatten die das nicht bei Opel, glaube ich, eingeführt mit Metallic-Lack? Waren die ersten? Das kann sein, wobei Jaguar auch manchmal so wilde Farben hatte schon, oder? Nee, Opel haben, glaube ich, als erstes Metallic-Lacke gebaut, verkauft. Ja. Ich glaube, in den 60ern ging das los. Ich weiß nicht, ob das bei Jaguar da auch schon am Start war. Das ist halt krass, das sieht manchmal echt lila aus, ne? Und dann wieder blau. Ja, na hier schimmert der lila, hier oben wieder blau. Ja. Das ist schon eine krasse Farbe. Staunlich eigentlich. Aber du, ganz ehrlich, komm mal her. Ja. Also, weiß ich nicht. Guck mal, sind das hier Kratzer auch wieder, ne? 500 Kilometer gefahren? Hier, da, vom Montieren hier, ne? Ja. Und dann hier schon ein Kratzer drauf?